Im Namen Allahs, Alabamas, Barmherzigen, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Und Frieden und Segen sei auf dem Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, bi'idhnillahi ta'ala, werde ich euch den Hadith der Woche Nummer 8 vorlesen. Und es ist ein sehr schöner Hadith und ein sehr tief ergreifender Hadith, der uns vieles normalerweise zu verstehen gibt. An-Nawas ibn Sama' überlieferte, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: Rechtschaffenheit ist guter Charakter und Sünde ist, was dich quält und du nicht willst, dass andere es wissen. Ja, also Rechtschaffenheit, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ist guter Charakter. Und Sünde ist, was dich quält und, und du nicht willst, dass andere es wissen. Ein Hadith gesammelt bei einem Muslim. Und wie wir gerade gehört haben, liebe Geschwister, zu gutem Charakter gehört Rechtschaffenheit, das heißt Vertrauen, das heißt Höflichkeit, Vertrauenswürdigkeit, Ehrlichkeit, all diese Sachen, Freundlichkeit. Und Sünde ist, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was dich quält und du nicht willst, dass andere es wissen. Denn meistens, denn die Menschen prahlen nicht mit ihren Sünden. Ja, sie prallen eher mit Taten, die sie begehen, was sie als gut betrachten. Und deswegen möge Allah Azzawajal uns von denjenigen machen, die diese Rechtschaffenheit bekommen. Möge Allah Subhanahu wa Ta'ala uns Rechtschaffenheit geben. Und möge Allah Subhanahu wa Ta'ala unsere Sünden vergeben und uns von Sünden fernbleiben. Das war der Hadith der Woche Nummer 8. Und ich hoffe, wir werden viel Nutzen davon haben. Assalamu alaikum wa rahmatullah.